und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal den Shovel Simulator. Das ist irgendwie ein Pokémon-like Game, aber irgendwie auch nicht. Aber Leute, bevor das Video beginnt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich wirklich freuen. Hey Boss, Rise and Shine. Okay. Mein Gott, ist es Pokémon. Ist das das Pokémon, von dem alle reden? Was? Wach auf, Sleepyhead, okay. Ja, hast du vergessen, dass dein 10. Geburtstag heute ist? Oh mein Gott, so wie im Pokémon. Ash ist auch 10 Jahre alt. Oh mein Gott, Dinosaurs. Dinosaurs, danke. Dinosaurs. Wow, ich liebe Dinosaurier. Ja, natürlich tue ich das. Oh mein Gott, da ist ein zerquetschter Fußball. Der sieht nicht ganz richtig aus. Mein alter Ball. Ich sollte wahrscheinlich Luft für den holen. Ja, solltest du, so wie der aussieht. So, schauen wir mal runter. Oh mein Gott, ich habe einen Kuchen bekommen. Und da ist meine Mutter. Da ist meine Mutter. Hallo Mutter. Du siehst ein bisschen bloxig aus. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, Mutter. Ich habe schon so lange darauf gewartet. Jetzt, wo ich endlich 10 bin, kann ich endlich ein Shovelmaster werden. Oh mein Gott. Genauso wie dein Vater. Ja, genau wie mein Vater. Also, hier ist dein Geschenk. Deine erste eigene Schaufel. Ich weiß, es ist jetzt nicht die schönste und alles, aber es ist ein schönes Geschenk für den Anfang. Danke, Mutter. Gern geschehen. Und jetzt spiel draußen und mach irgendwas sauber, ja. Ich will dich nicht mehr hier im Haus haben. Geh raus. Ich will jetzt aber noch meinen Kuchen anschauen. Yummy. Vielleicht kann ich später noch was haben von ihm. Lass mich rausgehen. Oh mein Gott, das ist Pokémon. Das ist ein voll schönes Game. Das hat aber... Ist das auch von den Leuten, die Loot Quest gemacht haben? Ey, das ist wirklich schön. Moms Yard. Oh, ich bin jetzt in Moms Garten. Und den müssen wir jetzt erstmal sauber machen. Nee, die haben nichts miteinander zu tun. Die beiden Spiele, aber sie benutzen die gleiche Grastextur. Okay, so, jetzt bauen wir aber jetzt erstmal mit der Schaufel das hier an. Oh mein Gott, diese Animation. So, bauen wir das Grasding ab. Was mache ich eigentlich hier überhaupt? Was mache ich hier überhaupt, wenn ich Sachen abbaue? Hey, das ist ein Bitcoin. Gib her. Oh, das sind Gems. Ach so, ich muss abbauen und dann kann ich hier Sachen gedroppt bekommen. Also so läuft das Spiel anscheinend, glaube ich. So, wie es aussieht. Oh mein Gott, was ist das hier? Ein Big Bad irgendwas Beetle. Da ist noch was, Bottle Cap. Hier sind irgendwelche Pets. Oh mein Gott, hier sind einfach Bagger, die auch mitmachen. Hier ein Nagel. Also ich bekomme hier, wenn ich was abbaue, anscheinend Cash und so. Ah, mein Bag ist voll. Okay, wo kann ich mein Bag hier aufdingsen? Genau, jetzt kann ich sellen. Sehr schön. Also ich kann immer Sachen einsammeln, verschiedene. Und dann muss ich die sellen hier. Okay, ich verstehe. Und meine Shovel kann ich bei 7000 Cash upgraden. Okay, ein gutes Prinzip. Gefällt mir. Also wirklich, das Spiel ist ziemlich nice. Hier gibt es noch Leaves und da ist so ein Schneckending. Ey, das Spiel ist wirklich nice. So eine Schneckenschale hole ich mir jetzt einfach mal. So, dann hier eine Silvercoin nochmal. Mein Backpack ist voll und hier kann ich wieder verkaufen und bekomme neues Zeug. 6000 für die nächste Schaufel. Was kann aber dann meine nächste Schaufel? Oh mein Gott, ein Gem. Dann hier irgendwas und ich habe nochmal ein Gem bekommen. Ja, und da ist ein Apfel. Ein Apple-Core. Okay, noch eine Silvercoin. Hier, noch eine Silvercoin. Gib mir die Silvercoin. Sehen das eigentlich alles, alle Leute, die das gleiche oder sehe das nur ich, was gerade hier gedroppt wird? Oh mein Gott, ein Giant Apple Core. Okay, Bruder. Hier, verkaufen wir nochmal. Und ich habe nochmal ein bisschen Cash extra bekommen für den großen Apple Core. Da gibt es nochmal ein Leaf. Oder ist wieder so ein Schneckenhaus. Eine Snail Shell. Ich glaube, das Ding sehe nur ich. Also, was hier gedroppt wird, das sehe tatsächlich nur ich, glaube ich. So, hier. Und da ist noch ein Old Button. Mein Bag ist wieder voll. Wie kann ich mein Bag erweitern? Im Shop gibt es nur Sachen für Robux, I guess. Ja. Pet Stuff, Story Unlock. Okay, soweit bin ich noch nicht. Und Stickers gibt es. Oh, für alle verschiedenen Sachen, die du aufhebst, gibt es schicke Stickers. Hey, cool. Cool. Nice. Und da gibt es Backpack-Upgrades. Okay, da hinten. Help. Okay. Okay. Da ist ein Maulwurf. Oh, ich denke, dass das von der Höhle hier drüben kam. Okay, wir schauen gleich. Wir wollen jetzt aber hier erstmal zu den Backpack-Upgrades hin. Okay. Ja. Ich will hier upgraden für 4000 Coins. Okay. Dann kann ich 10 Sachen storen in meinem Backpack. Nee, da brauche ich noch 900 dafür. Dann hier beim Pet Center. Schauen wir kurz. Ja. Okay, das geht noch gar nicht. Ich muss erst noch das Pet Center bauen, okay? Oder okay. So, ich habe jetzt mal die Musik ausgeschaltet. Nicht, dass ich noch einen Copyright-Claim dafür bekomme. So, schauen wir mal zum Maulwurf oder was auch immer das ist. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Maulwurf. Okay, wir rein wie den Maulwurf sozusagen. Wie oft muss ich da noch draufschlagen? Hilft das überhaupt was? Hilft das, wenn ich da draufschlage? Ja, hilft. Okay, was zur Hölle? Oh ja, okay, was ist das hier? Hä? Was bist du, Bruder? Was bist du? Oh, es ist ein Pet. Ist das ein Kackehaufen? Okay, das sieht so aus wie so eine Mischung aus so Fäkalien und einem Igel. Sehr, sehr komisch. So, Snail Shell, Old Button, Bottle Cap. Yeah. So, hier ist noch ein Bag voll. Oh, aber eine Silbercoin, die kann ich immer mitnehmen. Genau, die nehmen wir immer mit. So, Build Pet Center ist das nächste, was ich machen sollte. Für 50 Gems, okay. Too Dirty. Was ist das? Was ist Too Dirty? Was ist Too Dirty? Ich weiß nicht, was das sein soll. Oh mein Gott, eine Giant Silbercoin. Die hat mir gerade viel gegeben. Die Giant Silbercoin hat gerade gut gegönnt. Junge. Okay, was ist das hier? Ein Regenwurm. Und ein Grasklumpen. Okay, nice. Dann bauen wir mal
den Baumstamm hier. Der Baumstamm gibt mir auch safe was Gutes, oder? Komm, hier was Nices. Komm schon, Baumstamm. Please. Und, oh mein Gott, eine Silbercoin. Power, ein Mushroom, irgendwie sowas. Und jetzt bekomme ich auch ein bisschen mehr hier dazu. Ah, da hinten gibt es die Shovel-Upgrades. Okay. Vielleicht, ich weiß nicht, soll ich mir als erstes ein Shovel-Upgrade oder ein Backpack-Upgrade holen? Ich war eigentlich so beim Shovel-Upgrade. Aber Backpack-Upgrade ist, glaube ich, auch ganz gut. Hier, schau mal. Ich spare jetzt mal auf 6000 und hole mir, glaube ich, erstmal ein Shovel-Upgrade. Oh, weitere Gems. Sehr, sehr schön. So, hier. Bisschen verkaufen wieder. Nice, nice, nice. Dann fehlen mir tatsächlich nur noch ein paar wenige Coins. Gleich habe ich. Was macht eigentlich mein Pet hier? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du hier machst, mein Pet. Willst du auch noch dazu helfen? Oder willst du hier nur schmarotzen? So, noch ein Regenwurm und eine Snail Shell. Verkaufen wir. Ich weiß immer noch nicht, was das Too Dirty heißt. Aber ich habe genug Cash für meine nächste Shovel. Oh, und wieder eine schöne Cutscene. Oh, was ist denn hier los? Lass mich was machen. Please, 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 please. So, und hier? Ja. Hier kann ich mir für 6000 eine holen. Und Dig Power 200 statt 100. Das heißt einfach, dass ich schneller digge, I guess. Okay. Und es stand, an den grünen Streifen erkennst du, dass deine Schaufel gut ist. Ja, ich habe zwei grüne Streifen. Deswegen ist meine Schaufel besser als deine mit nur einem oder gar keinem grünen Streifen. Oh, ich kann die Dinger jetzt one-hitten, sozusagen. Und die hier? Okay, für die brauche ich bisschen länger noch. Net Shined Bottle Cap. Okay, gut. Aber jetzt sparen wir auf 4000, hätte ich gesagt. Und dann hole ich mir ein weiteres Ding. So, was ist das hier? Ach so, das sind verschiedene Icons, die mir auf der Map zeigen, wo die Sachen sind. Schauen wir mal kurz zum Briefkasten hier. Schauen wir zum Briefkasten. Was gibt's hier zu tun? Oh mein Gott, ich habe einen Brief bekommen. Kann ich den einsammeln? Hey, Boss, danke, dass du den Shovel-Simulator spielst. Ja, okay, gut. Ja. Kein Problem. Aber ist ein cooles Konzept. Und schauen wir mal wieder zurück. So, was hat Mutter? Hat Mutter irgendwas für mich gemacht? Hey, Mutter. Hey, hast du was für mich? Hey, was läuft? Na, kann ich hier rein? Please, please. Nee, leider nicht. Meine Mutter hat nichts für mich. Meine Mutter hasst mich. Manometer. So, schauen wir mal. 4000 muss ich wirklich zusammensparen oder ein paar mehr Gems bekommen. Ein paar mehr Gems bekommen. Oh nein. Gibt es eigentlich sowas wie Codes in dem Spiel? Schauen wir mal. Ah, es gibt Codes. Habe ich Codes? Ich habe Codes. Und zwar den Code Dig Harder. Go. Und jetzt habe ich eine Mail bekommen. Oh mein Gott, die Sachen sind in meinem Briefkasten. Das ist cool. Ich mag das. Oh, da ist einfach ein Geschenk. Ja, please, gib mir das Geschenk. Ein Letter. Ja, du hast ein Package bekommen. Sharpening Stone für deine Schaufel. Der hält eine Stunde. Gut. Und meine Schaufel ist jetzt einfach besser, glaube ich mal. Der hält jetzt für eine Stunde und meine Schaufel macht jetzt mehr Schaden. Geht das schneller hier? Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Bin mir aber nicht sicher. Oder mein Luck ist erhöht worden. Es gibt ja sicher auch irgendwas, was dein Luck erhöht, glaube ich. Oh mein Gott, ein Giant Leaf, okay. Und noch eine Dead Beetle. Kaufen wir wieder. 4000 brauche ich immer noch. Das ist nicht wenig. 4K ist immer noch nicht wenig. Aber ein paar Gems gönnen wir uns auch. 50 Gems waren es, glaube ich. Ja, 50 Gems brauchte ich. Boah, so. Hier gibt es bisschen was. Oh mein Gott, ein riesen Maple Leaf. Ahornblatt. Das hat aber nicht ganz wie ein Ahornblatt ausgeschaut. Also, meine Meinung. Hier haben wir ein bisschen Zeug wieder eingesammelt. Wie viele Stickers habe ich eigentlich schon? Hier. Sind noch neue dazugekommen, oder? Kann ich die anklicken? Oh, okay, das sind sogar noch überall Notes. Das ist so cool. Hey, Real Talk, das ist voll nice, dieses Spiel. Es ist einfach mit so viel Liebe zum Detail sozusagen gemacht. Okay, Lost and Found, was ist das? Keine Ahnung. Das Einzige, was mich bis jetzt nervt, ist, dass diese Bar hier an der Seite die ganze Zeit hier auftaucht. Ich drücke die ganze Zeit weg. Okay, es gibt 5 verschiedene Regionen bis jetzt. Und es ist anscheinend ein ziemlich grindlastiges Spiel, habe ich schon gehört. Deswegen, oh, das kann ein bisschen dauern. Nein, aber mir fehlt noch eine Sache. Dann habe ich alles von Moms Yard, Molk, Mulch, was auch immer, gefundene. Zumindest bisher. Gut, hier gibt es noch ein paar Gems. Nice. Ein Giant Leaf, aber das kann ich gerade nicht einsammeln. Hier. Ah, Cell-Bonus gibt es. Oh, okay, den kann ich noch erhöhen mit der Zeit, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Es wird sicher noch erhöht, vielleicht mit meinen Pets oder so. Was auch immer. Keine Ahnung. So, mein Bag ist aber schon wieder voll. Ich achte da oftmals gar nicht drauf. Achso, ich habe ein Giant Leaf eingesammelt, deswegen. So, hier machen wir das weg. Oh, Mushroom, Silvercoin, hier, Bottle Cap und sowas. Und wir haben genug Geld für einen neuen Backpack. Dann gönne ich mir jetzt einfach gleich einen neuen Backpack. Oh, was ist das hier für ein Ding? Hä? Okay, schauen wir ganz kurz. Nein. Die ist gleich weg. 15 Sekunden. Hä? Ich muss das schneller bauen. Ach so, Junge, wie langsam geht die kaputt? Hä? Die kann ich ja niemals abbauen. Da ist meine Schaufel noch ein bisschen zu schwach für so eine Riesenkiste. Aber da will ich einige Gems rausbekommen. Mann, schade. Leider gibt's da nichts für mich. Gibt's wenigstens ein bisschen was? Also die Kiste jetzt weg. Gibt's ein bisschen was? Please, please, ein paar Gems? Nee, gar nichts. Ich bekomme einfach gar nichts daraus. Egal. Holen wir uns mal ein Backpack-Upgrade hier. Ja, genau. So, sehr schön. Wie viel kostet denn nochmal das nächste Schaufel-Upgrade? Ich weiß es nicht. Es war jedenfalls nicht wenig. 12.000 oder so? Also über 10.000, glaube ich. Wo Pikachu, ja. Wo Pikachu? Das ist eine gute Frage. Mir fehlt nur noch Pikachu in diesem Spiel. Dann habe ich alles gesehen. So, diesen Baumstumpen hier weg.
komm. Oh yeah. Hier ist Silbercoin, Silbercoin und den Mushroom. Ich sollte mich darauf fokussieren, einfach die größeren Dinger wegzumachen, weil da kommt irgendwie immer was raus. Da, den Baum. Stammt zum Beispiel auch immer gut. Oh, oh, eine Riesen-Gem. 10 Gems auf einmal. Dann habe ich ja wirklich gleich genug für das Pet-Ding. Was auch immer, das ist den Pet-Shop. Ja, hier Giant Leaf, alles verkaufen. Und ich habe tatsächlich schon wieder ein bisschen Cash dazu gemacht. Stark. Nur noch ein paar Gems, please. Ohne Giant Shell. So, ich brauche die Baumstumpen wieder. Gib mir die Baumstumpen. Wo sind Baumstumpen? Du musst doch spawnen hier, Baumstumpen. Komm schon. Hier muss doch ein Baumstumpen sein. Jetzt gleich. Aber nee, die spawnen gerade gar nicht. Wir farmen auch, glaube ich, zu viel gerade. Das hier ab. Ich glaube nicht, dass so viele Leute hier sein sollten auf einmal. Ah, da hinten ist ein Baumstumpen. Nein, ich will auch mitmachen. Ich will auch mitmachen. Ich will auch mitmachen. Hier, ich will auch. So, gut. Coins habe ich bekommen wenigstens noch, aber sonst nicht viel. Da ist noch einer. Den gönne ich mir, den gönne ich mir, den gönne ich mir. Den gönne ich mir. Gut. Komm, komm, gib Gems. Gönn Gems. Leider nicht. Leider keine Gems hier für mich. Aber verkaufen wir wieder weiter. Oh, ich habe tatsächlich schon gut Cash wieder gesammelt auf kurze Zeit. Nice. So, Big Grass Klumpen, Silbercoin. Yeah, yeah. Yeah, yeah. So, hier geht's weiter. Ein paar Gems benötigen wir noch. Ist das normal, dass man so weniger Gems bekommt? Man farmt hier wirklich lange für ein bisschen was. Man farmt hier von Anfang an sehr, sehr lange in diesem Spiel. Es steigt auch nicht so ein und sagt dir so, ey, du bekommst jetzt hier am Anfang wenigstens ziemlich schnell was und später wird es dann ein bisschen anstrengender. Ne, von Anfang an voll in die Fresse. Das kann lange dauern, bis du jetzt mal was bekommst. Und das sagen die dir mit Stolz. Mit Stolz kommen die her und sagen, ja, du bekommst hier am Anfang erstmal gar nichts. Das muss dir bewusst sein. Du wirst deine Stunden hier grinden und grinden und du wirst es mit Liebe tun, weil dieses Spiel sieht gut aus. Und ja, ihr habt recht, ich werde es mit Liebe tun. So, aber ich habe schon lange keine Gems mehr bekommen. Bitte, gib mir Gems, please. Endlich Gems, ich will doch einfach nur Gems. Aber ich bekomme die ganze Zeit Coins. Coins sind auch schön. Ich mag Coins, aber ich mag Gems umso mehr. Hey, das ist aber ein neues Ding. Den Army Guy, den hatte ich noch nicht. Den hatte ich wirklich noch nicht. So, kaufen wir weiter hier. Sehr schön. Ah, das ist eine goldene Coin. Die hatte ich noch gar nicht. Okay, 250 Coins. Die gibt einfach ein bisschen mehr. So, machen wir das kaputt. Abfahrt. Komm, gib. Und wieder keine Gems. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir haben immer zwei Silver Mushrooms. Zwei Silver Coins. Ein Mushroom und sonst irgendwas. Vielleicht nochmal ein Mushroom oder irgendwas anderes. Aber irgendwie nicht das, was ich will, so ganz. Aber ich habe schon 10.000 Coins wieder. Das ist ganz schnell gegangen zu erfahren, weil ich mir dachte, Giant Silver Coins. So, so, gut, gut, gut. Ah, es gibt Big und Giant. Ich dachte, es gibt nur Giant. Okay, jetzt habe ich aber 10 Gems auf einmal bekommen. Das freut mich natürlich sehr. Kaufe ich hier noch ganz kurz. Ich gehe auf die 12.000 direkt, dass ich mir gleich da noch... Oder nee, 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 mach nicht. Nee, 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 ich habe 10.000 Coins. Die Pets kosten sicher auch Coins. Deswegen lasse ich das einfach so und kaufe mir dann jetzt direkt ein gutes Pet. Hoffentlich. Oder kosten die Pets Gems. Das wäre nicht so gut. Okay, so, jetzt mach einfach mal hier. Hier, ja, ja, du weißt schon. So, und dann kaufen wir für 50 Gems oder 10 Robux. Das sind sogar ziemlich akzeptable Werte, finde ich. Also 10 Robux, das ist noch einigermaßen billig. Das geht wirklich fit. So, jetzt haben wir aber das Pet Center. Und hier gibt es... Oh mein Gott, hier ist Professor Eich. Und da kann man Sachen upgraden, Pets. Okay, hier gibt es einige Sachen mit den Pets zu tun. Es ist so cool, es ist so cool einfach. Hier, hallo, wash your pet. Ach so, das ist einfach nur ein schmutziges Pet. Ey, ja, ja, wasch die mal, hey, Joyce? Egal. Ja, ja, mach mal. Ja, ja, bei den Showers, ja. Machen wir. Vielleicht hätte ich von Anfang an lesen sollen. Nee, wir machen das. Du wirst schon hier gebadet. So, okay. Jetzt kann ich mir ein Starterpad aussuchen. Oh mein Gott, was will ich? Ein Excavator, ein Bulldozer oder ein Dumptruck? Achso, die haben verschiedene Sachen, okay. Das eine smasht drei Teils bei deinen nächsten 3DX, okay. Dann gibt es Turbo Digging Speed für eine kurze Zeit. Achso, das sind so Ding. Und collects some nearby items for you, okay. Machen wir den Excavator. Ich glaube, das ist das Coolste. Machen wir einfach den Excavator. So, jetzt habe ich ein neues Pet. Ja, und jetzt muss ich mein Backpack als nächstes nochmal upgraden. So, Pet-Upgrades gibt es auch. Und dafür bräuchte ich mehrere Pets. Ja, ja. Okay, gut. Wo bekomme ich aber neue Pets her? Was machst du hier? Okay, gut. Das ist irgendwas hier. Keine Ahnung. Pets finde ich irgendwann. Keine Ahnung. Ach, das hier unten ist einfach die Pet, die Fähigkeit, die ich habe. Genau. Okay, gut. Professor Wood, ja. Professor Eich. Nein. Ich sehe keine Gemeinsamkeit von Professor Wood und Professor Eich. Ich weiß ja nicht. So. Okay, die nächsten Golds sind entweder mein Backpack auf Level 3. Ach so, das kostet nur 5.000, okay. Oder eine neue Schaufel und wir machen einfach die neue Schaufel, hätte ich gesagt. Die geht ja vom Preis her 12.000 waren es, glaube ich. Ja, 12.000. Die habe ich gleich und dann machen wir das einfach schnell. So, okay, machen wir mal meinen Triple Strike. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so stark. Und jetzt muss der wieder ein bisschen aufladen. Ja, das geht. Ist nicht so schlimm. Der lädt nicht so lange. So, mein Bag ist wieder voll. Kaufen wir hier ganz kurz. Dann holen wir uns die riesen Schraube ran und die silberne Coin. Gib mir silberne Coin, please. Und ich habe auch schon genug Cash jetzt. Dann holen wir uns ein weiteres Shovel-Upgrade hier. Genau. Ja, gib mir Shovel-Upgrade. Danke. All done.
Sehr schön. Und okay, jetzt habe ich mehrere grüne Streifen. Ja, jetzt habe ich 3 grüne Streifen. Und ich kann noch nicht ganz rehitten. Geht noch nicht, leider. Eine Giant Snail Shell. Gut. Oh, Diamonds. Sehr schön. Giant Bottle Cap, wie auch immer. Das Ding halt, ihr wisst schon. Und jetzt machen wir hier noch was kaputt. Genau, genau. Das hier. Und ich habe Giant Dinger bekommen. Oh, hier noch irgendein Ding. Ein Giant Acorn. Nice. Noch eine Big Bottle Cap. Ja, es gibt tatsächlich verschiedene dann einfach. Gibt Giant, Big und so und alles. So, 4000, nein, 5000 Cash brauche ich für den nächsten Backpack. Die bekommen wir auch gleich. Soll nicht auch zu lange dauern, hoffentlich. Oh ja, da ist ein riesen Baumstamm wieder und eine Goldcoin. Genau, nehmen wir mit. Und komm schon, Baumstamm. Du gibst mir auch noch sicher gutes Zeug, ja. Naja, es geht, würde ich sagen. Es ist okay. So, Giant Goldcoin, 750 Cash, aber das ist gut. Das ist really gut. Und ein Giant Leaf dazu noch. Da ist mein Bag dann auch voll an der Stelle. So, 4000 Cash habe ich. Ich schaue jetzt mal zur Mumu Farm. Wie komme ich zur Mumu Farm? Wie viel Cash brauche ich dafür oder wie viele Diamonds? Wie komme ich da hin? Zeig mir. Zeig mir. Darf ich da direkt schon hin? Oh ja, ich kann da direkt schon hin. Hä? Okay. Three Water. Bitte was? Okay. Und jetzt bin ich bei der Mumu Farm. Aber, ach so, ich brauche eine Schaufel 4. Okay, ich kann da rein, aber ich brauche eine 4er Schaufel. Für 18.000 Cash, dass ich hier wirklich weitermachen darf. Okay, das dauert noch ein bisschen, weil ich habe keine 4er Schaufel. Dafür müsste ich erstmal ein bisschen fahren. Farmen, bis ich die habe. Diese 4er-Schaufel. Deswegen nehme ich mir jetzt diesen Baumstamm hier vor. Komm schon, Baumstamm. Gib mir gutes Zeug. Gib mir gutes Zeug hier. Please. So, nice. Wenigstens ein bisschen was. Ist ganz okay hier, was ich bekommen habe. Ist okay, gibt schlechtere Sachen. Sagen wir es so. So, hier gibt es auch Hühner. Was kann man mit den Hühnern eigentlich machen? Kann ich die schlagen? Kann ich Hühner schlagen? Wenn ich die oft genug schlage, dann greifen mich alle an, oder? Please. Please sag, dass das ein Ding ist. Das wäre cool. Komm. Teleportieren sich? Ich habe ein Egg bekommen. Ich habe Eggs bekommen. Ich kann die Hühner schlagen und bekomme dann Eier. Please. What? Okay, dann schlagen wir die Hühner. Das ist anscheinend Hilal so. So sollte man so machen, habe ich gehört. Also wurde mir gerade gesagt. 3 Silvercoins. Das lohnt sich tatsächlich schon. Und hier nochmal so ein Big Leaf. Ja. Yep. So, 5700. Das reicht, damit ich mein Backpack upgraden kann. Auf Level irgendwas. Dann kann ich jetzt 20 Capacity tatsächlich. Das ist billig. Oh, Backpack upgraden ist wirklich billig. Das ist gut. Das sollte man vielleicht öfters machen. Aber was ist eigentlich hier mit dieser Wand und was ist mit meinen Stickers? Habe ich jetzt alles voll? Nee. Doch, habe ich. Ich habe die Eggs bekommen. Das waren die letzten tatsächlich. So, dann gibt es noch irgendein anderes Ding. Schlüsselbund und einen Bogen. Okay, einen Bogen hatte ich tatsächlich auch noch nicht. So, kann ich das hier kaputt machen? Okay, das kann man kaputt machen. Wie lange brauche ich, um das hier kaputt zu machen? Oh, nicht so lange. Hä? Okay. Es gibt einfach hier ein zweites Feld. Hier ist einfach ein zweites Feld und hier ist dasselbe Bonus trotzdem noch eins. Leider. Er ist nicht höher hier. Dadurch, dass es hier ein neues Feld ist oder so. Immer noch das gleiche. Aber hier gibt es eine Giant Snail Shell. Cool. Und jetzt kommen alle hier hin. Jetzt kommen sie alle, die Blutsauger. Die wollen alle meine Felder abholzen. Die Bäume, den Urwald wollen die alle abholzen. Nein. So, jetzt ist mein Ding gleich voll. Mein Inventory. Sehr schön. 20 von 20. Können wir das hier verkaufen. Hier. Bum, 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 bum. Und jetzt haben wir 3000 Cash. Und ich würde aber sagen, das war genug. Das war's an der Stelle aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao.